Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Kathi, ich bin Trainerin bei GetFit und durfte in den letzten Jahren schon ein bisschen Wettkampferfahrung sammeln, einerseits im Gewichtheben und auch im Powerlifting ein bisschen. Und weil hoffentlich Gyms bald wieder aufsperren, habe ich mir gedacht, wir machen heute ein kleines Technik-Tutorial. Und zwar geht es um den Deadlift. Einmal den ganz normalen Conventional Deadlift, das heißt enger Fußstand und vom Boden aufstehen. Und um den Romanian Deadlift, der fängt in der Hüftposition an. Und bevor wir starten, vielleicht wollt ihr unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr, klickt auf die Glocke und gebt uns auf jeden Fall ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und in dem Sinne starten wir mit dem Tutorial. By the way, falls du Lust auf Training mit Gewichten hast, aber vielleicht nicht unbedingt gleich den Deadlift ausprobieren möchtest, wir haben auf unserem Channel bereits ein Ganzkörper-Workout mit dem Niklas mit Kurzhanteln. Das wird hier oben eingeblendet. Kannst es dir gerne mal anschauen. Und in dem Sinne, wir starten jetzt. Okay, wir starten mit dem Conventional Deadlift. Ganz kurz ein paar Dinge allgemein. Der Conventional Deadlift trainiert beinahe deine gesamte Muskulatur. Deshalb ist es eine super Übung, sowohl als Einsteiger natürlich auch als Fortgeschrittener. Ganz wichtig ist aber die richtige Technik, weil du dir vor allem mit falscher Technik eine Rückenverletzung zuziehen kannst. Deine Bandscheiben mögen das gar nicht. Deshalb unbedingt auf die richtige Technik achten und vor allem langsam starten, damit sich Bänder, Sehnen und Muskulatur wirklich an die Belastung gewöhnen können. Und in dem Sinne gehen wir auch schon zur Startposition über. Und zwar, wie stehe ich denn? Ich stehe in einem stabilen Stand. Im Normalfall ist das ungefähr hüftbreit. Fußspitzen können ganz leicht nach außen zeigen, müssen aber nicht. Und ich stelle mich möglichst nah an die Hantel ran. So, ganz wichtig, wie komme ich denn eigentlich zu meiner Startposition? Der Weg dahin ist folgender. Ich stehe nah an der Hantel und jetzt führe ich einen Hip Hinge aus. Das heißt, das ist einfach nur Core-Spannung und den Hintern nach hinten schieben. Stellt euch vor, ihr wollt eine Wand hinter euch berühren. Ihr beugt nicht eure Knie mit, also das ist keine Kniebeuge, sondern es ist wirklich nur eine Hüfte nach hinten schieben. Lat ist angespannt, Schulterblätter nach hinten, unten gezogen, fixiert. Und jetzt greife ich, indem ich meine Knie beuge, in genau dieser Position. Das heißt, ich verschiebe meinen Oberkörper quasi einfach nur parallel so weit hinunter, bis ich die Hand greifen kann. That's it. Es ist kein Hinuntergehen irgendwie herum, wurschteln, sondern es ist wirklich Hip Hinge und dann absenken. Gut, Griffbreite. Griffbreite sollte beim Conventional Deadlift neben den Schienbeinen sein. Das heißt, hier so eng wie möglich neben den Schienbeinen, nicht da irgendwo breit. Im Normalfall ist das ungefähr schulterbreit, wenn ihr circa hüftbreit steht. So, das heißt, wir machen unsere Startposition, Hüfte nach hinten, Bauchspannung, Arme sind hinunter, greifen hinunter, bis ich die Hantel greifen kann, fest zugreifen, ganz wichtig, und dann Beinarbeit, wirklich mit den Beinen wegschieben und aufstehen. Ein weiterer kleiner Tipp, den ich euch noch geben kann, versucht euch vorzustellen, dass ihr, wenn ihr die Hantel greift, die Hantel um eure Schienbeine verbiegt. Wem das vielleicht etwas sagt, das wäre die Außenrotation des Oberarms. Das heißt, ich mache quasi das hier. Gefühlt, natürlich geht es nicht, aber das gibt euch nochmal mehr Stabilität im Blatt und im gesamten Rücken. So, das heißt, einmal nochmal kurz demonstriert. Hip Hinge, Arme nach unten, jetzt beugen, bis ich greifen kann. Fest zugreifen und mit den Beinen den Boden wegschieben. Abwärtsphase ist genau umgekehrt. Ein ganz, ganz häufiger Fehler, der beim Kreuzheben oft passiert, ist, dass der Hintern quasi zuerst hochrutscht. Und was dann passiert, ist schlichtweg die gesamte Belastung
verlagert sich eigentlich nur mehr auf den Rücken. Das heißt, ihr könnt eure Beine nicht mehr effektiv nutzen und für den Rücken und vor allem für die Bandscheiben ist das wirklich keine gute Idee. Deshalb, wie kann ich das Problem dann beheben? Mehr Chorspannung. Das heißt, ich atme wirklich in den gesamten Bauchraum ein. In dem Fall kann ich euch vor allem bei Grundübungen und bei schweren Gewichten wirklich die Pressatmung empfehlen. Das heißt, ihr atmet die gesamte Luft in euren Bauchraum ein und lasst die Luft auch erst wieder hinaus, wenn die Hand wieder abgesetzt ist. Das heißt, ich mache das mal ganz kurz vor. Technik, Hip Hinge, hinuntergreifen. In dieser Position atme ich ganz tief ein, ziehe dann nochmal die Schulterblätter nach hinten und die Außenrotation und konzentriere mich direkt darauf, mit den Beinen den Boden wegzuschieben. Das heißt, kein "Oh, ich muss meinen Rücken jetzt aufrichten" Gedanke, sondern wirklich Beine, Boden weg und der Rest kommt von alleine. Und am Ende wirklich die Hüfte schön durchschieben, Richtung Hantel schieben und dann ist das Problem meistens auch schon behoben. So, Übung Nummer 2, Romanian Deadlift, eine Kreuzhebe-Variante. Der Hauptunterschied ist, es wird nicht beinahe die gesamte Muskulatur des Körpers belastet, sondern hauptsächlich die hintere Kette, das heißt Beinbizeps, Gesäß und auch Rücken und vor allem unterer Rücken. Und in dem Fall würde ich euch auch empfehlen, eben nicht in dem niedrigen Wiederholungsbereich zu trainieren und vielleicht Kraft auszutesten, so wie man es vielleicht beim Conventional Deadlift machen könnte, sondern eher im höheren Wiederholungsbereich, das heißt 6-7 Wiederholungen bis hin zu 12. Und in dem Sinne starten wir auch schon. Technik, eigentlich nur ein Hip Hinge. Genau das, was wir jetzt vorhin auch schon hatten. Der einzige große Unterschied ist natürlich, ich starte mit der Hantel bereits im aufrechten Zustand. Das heißt, Griffbreite, Standbreite und sowas, das bleibt alles gleich. Ich nehme meine Hantel auf. Auch hier Latzspannung bleibt ebenfalls gleich, Atmung auch. Und alles, was ich jetzt tue, ist ein Hip Hinge und mit den Beinen wieder aufstehen. Kein Gedanke wie mit dem Rücken aufrichten, wie vorhin auch, sondern wirklich nur vorbeugen und wieder hoch. Genau, das ist der Hauptunterschied. Alles bleibt gleich, auch in dem Fall wichtig, sehr, sehr viel Chorspannung. Das heißt, versucht wirklich aus den Beinen zu arbeiten, seid nicht verzweifelt, wenn ihr anfangs vielleicht nur den Rücken spürt. Das kann auch eine Zeit lang dauern, bis ihr die Muskulatur ansteuern könnt, aber dann ist es easy. So, wir sind jetzt auch schon bei unserem kleinen Exkurs angelangt und zwar Sportart olympisches Gewichtheben. Ein paar von euch, die besonders aufmerksam sind, werden vielleicht gerade bemerkt haben, ich habe meinen Schuh weggewechselt. Ganz kurz nochmal was dazu zum Kreuzheben. Also sowohl vom Boden, conventional, oder auch aus der Hüfte, Rumänien, flaches Schuhwerk. Das bedeutet, Schuhe, die euch möglichst, also ideal wäre natürlich bis hier rauf, die euch viel Stabilität im Fuß geben, aber auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, flache Sohle. Das heißt, keine Turnschuhe, die sind viel zu instabil und eher kontraproduktiv. Und das ist auch schon der Unterschied zum Gewichtheben oder einer der Unterschiede. Beim Gewichtheben wird immer, immer, immer der Beugeschuh verwendet. Das heißt, Gewichtheberschuh, Beugeschuh, wie man es nennen möchte. Wir haben hier einen kleinen Keil, der erhöht meine Ferse eine Spur, bringt mir Folgendes, ich kann mich, wenn ich mich in die Kniebeuge setze, die Knie ein Stück weiter nach vorschieben und kann dadurch im Oberkörper deutlich aufrechter bleiben und das hilft mir bei der Technik enorm. Gut, dann gehen wir auch schon zu dem Gewichtheben über. Ganz, ganz grob, wie viele vielleicht wissen, es gibt zwei Wettkampfdisziplinen, nämlich einmal zu Deutsch das Reißen oder das Snatch und das Stoßen, Umsetzen und Ausstoßen und das bedeutet oder heißt auf Englisch Clean and Jerk. Was ich heute besprechen wollte, war, kann man denn Kreuzheben oder bringt mir Kreuzheben
irgendetwas auch fürs olympische Gewichtheben. Ein Laie, Entschuldigung, wird vielleicht sagen, also das sieht ja eigentlich relativ ähnlich aus, vor allem eben dieser erste Part. Naja, dann probiere ich das vielleicht auch mal aus, weil die Technik kann ja nicht so viel unterschiedlich sein, oder? Fast. Also ein bisschen unterschiedlich ist die Technik schon, auch wenn es oftmals gleich aussieht. Aber das schauen wir uns einfach gleich im Detail an. Und zwar, dadurch, dass wir ja Beugeschuhe anhaben und wir uns damit tendenziell tiefer in eine Beuge setzen können, ist auch die Startposition ein bisschen anders. Das heißt, der Deadlift quasi fürs Gewichtheben nennt sich Pull, Zug auf Deutsch. Den kann ich entweder in meinem Breitengriff machen, das heißt, damit trainiere ich dann sozusagen meine Reißtechnik, oder ich kann es auch im engen Griff machen, dann orientiert sich die Griffbreite je nachdem daran, wie ich denn im Clean oder im Umsetzen greife. Das heißt, der Clean zur Erinnerung von hier auf die Schultern umsetzen. So, da das aber das Video vermutlich sprengen würde, machen wir zum Umsetzen und Ausstoßen und auch zum Reißen irgendwann mal ein extra Video. Das heißt, wenn euch das gefallen hat und ihr Interesse daran habt, lasst uns das gerne wissen und das kommt dann einfach mal ein extra Video. Das ist ein bisschen einfacher und auch verständlicher für euch. So, das heißt, erster Unterschied Schuhwerk, zweiter Unterschied oder weitere Unterschiede ist zum Beispiel der Hantelweg. Und zwar beim Kreuzheben möchte ich einen möglichst geraden Hantelweg haben. Das heißt, wenn ich jetzt um mein Knie zum Beispiel herumheben müsste, dann wäre das sehr kontraproduktiv für die Kraftentwicklung nach oben und ich würde ein bisschen Kraft einbußen und ich könnte vermutlich nicht so viel Gewicht bewegen und meine Technik würde vielleicht auch darunter leiden. Beim Gewichtheben ist es allerdings anders. Beim Gewichtheben haben wir vom Boden weg quasi den ersten Zug, der geht bis über das Knie, knapp drüber und der wird gefühlt ein bisschen nach innen gehoben. Das heißt, nicht komplett gerade, sondern eine Spur nach innen sieht man mit freiem Auge kaum. Wenn man es weiß und wenn man sich darauf konzentriert, sieht man es schon. Bis hier übers Knie und dann fängt die Streckung an. Das heißt, ich explodiere wirklich nach oben. Die Hantel nimmt Geschwindigkeit auf und im Idealfall, wenn ich reiße oder stoße oder umsetze, fliegt sie natürlich Schultern oder sogar auch über Kopf. Genau, Hantelweg. Der letzte Unterschied ist die Geschwindigkeit oder allgemein einfach die Zielsetzung. Wenn ich Kreuz hebe und meine Übung ist fertig, dann ist die Hantel hier in der Hüfte. Das heißt, gerade Hantelweg und hier ist die Übung dann zu Ende. Das heißt, hier hat die Hantel null Geschwindigkeit. Beim Gewichtheben ist es allerdings anders. Beim Gewichtheben muss gerade hier mit der richtigen Technik die Geschwindigkeit fast maximal sein, weil die Hantel muss ja auch noch über Kopf oder zumindest eben auf die Schulter. Das heißt, würde ich jetzt normales Kreuzheben fürs Gewichtheben trainieren, kann ich natürlich machen in Kraftphasen, je nach Trainingszyklus, aber es wäre gerade für die Technik nicht ideal. Ich möchte es nicht kontraproduktiv sagen, weil natürlich bringt Kreuzheben immer etwas, aber gerade für die Technik oder zum Üben dieser Technik ist es nicht ideal, wenn ich sozusagen hier an einem sehr, sehr wichtigen technischen Punkt aufhöre. Gut, dann demonstriere ich ganz kurz. Standbreite ist oder hat auch nichts mit dem normalen Kreuzheben zu tun, sondern orientiert sich an eurer Technik fürs Reißen oder fürs Umsetzen. Ebenso mit der Griffbreite, das heißt, die Griffbreite, ich wähle jetzt zum Beispiel mal die Breite, das heißt, ich mache jetzt einen Snatch-Pull und dementsprechend ist auch meine Griffbreite vielleicht anders als die deine oder die eure. So, das heißt, was habe ich gerade erzählt? Durch die erhöhten Fersen setze ich mich auch tiefer in meine Startposition hinein, hebe auch etwas tiefer quasi weg als beim Kreuzheben und ziehe die Hantel nach innen bis übers Knie. Das heißt, das sieht folgendermaßen aus. Auch hier Chorspannung, Luft holen, Lat aktiv, bis hierher. Das heißt, hier habe ich minimal nach
hinten gezogen, bis ich bei den Knien bin. Und ab dem Knie fange ich dann an, mich wirklich nach oben zu strecken. Arme kann ich ein Stück mitnehmen, auch die Ellbogen eine Spur mitnehmen, nur eben nicht über Kopf reißen. Das ist auch der Grund, warum der Snatch Pull oder der Clean Pull so super sind, weil wir einfach ein bisschen mehr Gewicht nehmen können. Ein Gewicht, das wir vielleicht noch nicht über Kopf reißen können, aber wir können einfach die Zugphase perfekt damit trainieren. So. So sollte das ungefähr aussehen. Und in dem Sinne war das auch schon die grobe Technik für den Snatch oder Clean Pull. Wie gesagt, einige Unterschiede, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal, das auszuprobieren, weil es eine super coole Sportart ist und auch echt Spaß macht. Hiermit sind wir auch schon beim Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und auch für eure Aufmerksamkeit. Und falls ihr Anregungen habt oder Wünsche oder uns einfach auch nur mitteilen wollt, wie ihr dieses Tutorial und diesen kleinen Exkurs fandet, dann bitte unbedingt in die Kommentare reinschreiben. Wir freuen uns über Feedback, das ist enorm wichtig für uns. Und gebt diesem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und auch auf die Glocke klicken, weil wir planen in weiterer Folge auch mehrere Technikvideos, auch vielleicht zum Gewichtheben. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen und werdet benachrichtigt. Und in dem Sinne, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald.